Es geht weiter mit Entwicklungen in Paldea. Paldea evolved heute mit dem Display, was auch dringend nötig ist, denn bis jetzt hatte ich noch gar nicht so viel Glück mit dem Set, vor allem nicht was Illustration Rares angeht, und auf die habe ich es am meisten abgesehen. Deswegen muss heute mal das Display ran, 36 Booster, 36 mal die Chance auf richtig krasse Karten, und ich bin gespannt auf die Pullrate in diesem Set, denn ich habe diverse Meinungen schon gehört und die gehen durchaus auseinander, und deswegen bin ich gespannt, was meine Erfahrung sein wird. Wie immer habe ich dieses Display hier von PokeCorner bekommen, also vielen Dank dafür. Für euch habe ich natürlich wie immer auch den Link unten in der Beschreibung gepostet, damit ihr auch noch zuschlagen könnt. Die Preise sind eigentlich gerade ganz gut, aber jetzt muss ich erstmal mit guten Hits zuschlagen. Kroke hilft mir dabei. Vielleicht ist ja Kroke auch ein bisschen dran schuld. Jedes Mal, wenn Kroke hier dran rumfrisst, ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht haben die Hits dann Angst, sich zu zeigen. Ah, jetzt muss ich erstmal hier aufpulen. So, komm. Aber eigentlich ist Koke ja mein Freund. Also eigentlich dürfte das nicht negative Auswirkungen haben. Und das Display ist befreit. Dann ziehen wir das einmal so ab. Einmal hier. Na, komm schon, kein Display verstecken. Nicht, dass sich eins darunter versteckt. Und ach so, ihr seht das gar nicht. Jetzt habe ich es drapiert, damit es auch wie ein Display aussieht, zumindest für mich, damit ich schön sehe, wie ich hier etwas rausziehe. Diesen Boy hier würde ich gern heute ziehen. Das ist so auch eins meiner Ziele. Also egal in welcher Form. Ob als Full Art, als normale EX oder auch als Illustration Rare. Ich nehme jegliche Variante von Chien Pao, weil ich es einerseits cool finde und das Deck gerne mal ausprobieren wollen würde. Aber ich würde mich vor allem auch sehr über Carpador freuen. Also das ist wahrscheinlich meine... meist gesuchte Illustration Rare, zumindest von den normalen, abseits der EX oder der Trainer. Da würde ich mich drüber freuen, direkt im ersten Pack schon eine Full Art. Es ist Lycanroc, ein ziemlich cooles Pokémon, deswegen nehme ich das sehr gerne. Auch wenn die Pose auf dieser Karte jetzt nicht so angsteinflößend aussieht, wie es eigentlich sein könnte, weil es ist natürlich ein krasser Werwolf, der auch schon mal Werwolf-mäßiger auf anderen Artworks aussah. Also ist nicht mein liebstes Artwork, aber ist nach wie vor ein ziemlich cooles Pokémon, was ich gerne als Full Art nehme. Und im letzten Display hatte ich auch mehrere Full Arts. Also das muss jetzt nicht die letzte gewesen sein. Wir schauen, was noch kommt. Aber das erste Pack legt schon mal gut vor und holt auf jeden Fall diese miese Top-Trainer-Box vom letzten Mal schon deutlich auf. Wir haben einen Dummiesel, einen Gothita und dahinter einen Garados, was anscheinend sehr, sehr häufig ist, so wie ich das schon gesehen habe. Skelocroc hat natürlich auch eine Illustration Rare, die ich gerne nehme. Eigentlich nehme ich alles. Ich habe ja bis jetzt echt nur eine Illustration Rare aus dem Set. Das Tinkertink, so müsste es, glaube ich, heißen. Die erste Form von Tinkertink, Tinkertuff, Tinkerton. Ja, das ist richtig. Genau, das ist bis jetzt meine einzige. Deswegen kann ich alles, freue ich mich über alles andere, was nicht Tinkertink ist. Noch einmal ein Boss's Orders. Und das sollte ja eigentlich nicht so schwer zu erreichen sein. Alles außer Tinkertink. Ich meine, wenn ich es nochmal ziehen sollte, habe ich das zum Tauschen, aber es wäre schon ärgerlich, da ich bis jetzt echt nicht so viel Glück hatte mit den Illustration Rares. Aber das kommt hoffentlich heute. Fuecoco hat auch eine schöne Illustration Rare. Pseudo-Voodoo. Grusha hat auch eine, die ich aber nicht so toll finde. Die hat auch eine, die ist nice. Und es ist eine Luminous Energy, die auch ziemlich spielbar ist. Also wir haben stark vorgelegt, dann ein bisschen Pause gehabt. Dann kommt hoffentlich bald wieder der nächste Hit. Die Booster sind heute ein bisschen hartnäckiger als sonst. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben einen Rookie D. Ich glaube, Rookie D hat auch nur eine Illustration Rare. Ich habe noch nicht alle gesehen. Also ich kenne noch nicht jede. Ich bin gespannt, ob hier auch irgendwas auf mich wartet, was mich komplett überrascht. Arctabax. Oh, Dedenne, stimmt. Und es ist eine Full Art. Das ist die zweite Full Art. Dedenne EX. Ist natürlich ein Terra-Crystal-Pokémon, deswegen sieht der Hintergrund so weiß aus. Mich hat es erstmal völlig verwirrt, was das hier für eine Karte sein soll. Aber ja, es gibt natürlich nach wie vor Terra-Crystal-Pokémon. Ich glaube auch nur Dedenne und Lashokane. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es nur diese beiden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dedenne X sieht ganz süß aus. Ich mag die Full Arts, dass der Hintergrund so weiß ist. Und ja, die poppen ganz gut raus. Zwei Full Arts, geht auf jeden Fall stark los. Noch keine einzige normale EX. Interessant. Aber ich habe, wie gesagt, mehr auf die Illustration Rares abgesehen, weil ich die auch sammeln und komplettieren möchte. Und da wäre es natürlich schön, wenn ich so viele davon wie möglich eigenständig ziehen könnte. Und hoffentlich so wenig wie möglich doppelt. Ist natürlich eine Glückssache, aber das ist mein Ziel. A Balm of Snow.
Neos Gerada. Die eigentlich auch einen ganz guten Effekt hat, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Meta-Deck sein wird. Ich weiß es nicht, aber die Fähigkeit ist auf jeden Fall ganz cool. Krogunk, ein Sithoddle. Schrudel, der Name. Und also ich finde es auch echt komisch, wie das Ding aussieht. Toxicroak, ein Talonflame und ein Fuecoco. Und ein Chiyu. Chiyu, dich kenne ich doch schon. Dich habe ich tatsächlich schon gezogen. Ich möchte deinen Säbelzahntiger-Kumpel auch mal ziehen. Oder meinetwegen auch die Schnecke oder den Büffel. Aber nochmal den Fisch. Den habe ich jetzt schon dreimal. Da hätte ich lieber den Tiger dreimal. Aber naja, so ist das halt manchmal. Watcher, Fuecoco, Ramblin, ein Q-Fant, Espequen, Ice Q, Iono. Ja, die nehme ich doch sehr gerne. Davon hätte ich gern 4 Stück. Und davon hätte ich auch gern... das sieht ja bösartig aus. Der feuerrote Stier hier in der Lava. Nee, es ist nicht in der Lava, aber es ist auf jeden Fall sehr heiß dort im Hintergrund. Ein Veluza. Interessanter Name. Veluza. Keine Ahnung. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich vorher gesagt habe. Iono, ja, Iono. Die vermutlich teuerste Karte aus dem Set. Die Illustration Rare Iono. Aber auch die Full Art ist, glaube ich, auch in der Top 5. Also beide sind ziemlich stark. Aber ich würde mich zufrieden geben mit einem Pikachu EX. Es gibt ein Pikachu EX? Das habe ich auch noch nie gesehen. Hatte keine Rückzugskosten, kann Pika Punch und Dynamic Ball. 220. Flip a Coin, if Tails, Discard. Ja, okay. Alle Energien abwerfen ist natürlich weniger gut, aber keine Rückzugskosten. Ist ziemlich nice. Und ein Pikachu. Warum nicht? Pikachu braucht es anscheinend in regelmäßigen Abständen. Ich meine, das Set hat auch ein normales Pikachu. Aber jetzt haben wir auch ein EX. Warum nicht? Ja, Iono. Nehme ich auch in der normalen Version 4-mal. Aber freue mich natürlich über jede Hoch... Jetzt muss ich mal hier meine Hits wegnehmen. Über jede hochgradigere Version. Chuck Dead. Da hatten wir doch sogar 3 Stück im letzten Set. Kann das sein? Murkrow mit der United Wings Attacke. Griffy Eye hat auch eine sehr schöne Illustration Rare. Aber ich bin da mittlerweile gar nicht mehr wählerisch. Es ist Quaquavel. Das ist also unsere... Wahrscheinlich der seltenste Hit aus dem... Gut, weiß man nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Premium Illustration Rare Hit mit den doppelten Goldsternen. Daran erkennt man, dass der Hit auf jeden Fall selten ist. Und das ist Quaquavel. Ist keiner meiner Favorites, muss ich gestehen. Allein, weil ich den Vogel nicht so mag. Bei Londa, ja, so müsste der Name sein. Ja, und ich find die Entwicklung nicht schlecht. Also auf der Illustration Rare sieht man, wie so... Quarks ein bisschen wächst und immer wieder vorm Spiegel steht und so. Und das ist jetzt hier die finale Form. Die Geschichte, die mit den Karten erzählt wird, ist nicht schlecht. Dahinter noch ein Glimmora. Aber ja, ich bin kein Quark-Fan. Aber natürlich trotzdem sehr dankbar, dass ich diese Karte gezogen habe. Denn die muss natürlich in meinen Illustration Rare Ordner. Und es ist eine seltenere. Die nehme ich. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sogar 2 Doppelgold-Sternkarten zu ziehen. Zumindest aus der Illustration Rare-Fraktion. Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir schon mal so eine, denn ich bin mir auch nicht sicher, ob eine pro Display garantiert ist. Ich habe sehr viele bis jetzt gesehen, die eine gezogen haben. Aber ob es wirklich eine Garantie gibt? Tinglu EX Gold. Okay, das ist sogar eine Triple Gold Star. Ist dahinter noch was? Nee. Eine Triple Gold Star Karte. Da seht ihr es. 3 goldene Sterne. Also die seltenste Kategorie an Karte. Heißt nicht, dass es die teuerste ist. Müsste es eigentlich anhand von Seltenheit. Aber das zählt heutzutage nicht mehr so. Es ist Optik auf jeden Fall und Spielbarkeit. Viel ausschlaggebender. Aber hier haben wir den Büffel. Tinglu. Das freut mich natürlich. Wir haben jetzt schon... Also, zählt man das als Secret Rare? Was ist das für eine Nummerierung? Ja. Ja gut, ich glaube, die normalen Illustration Rares sind auch über der Nominierung. Deswegen wären das eigentlich alles Secret Rares. Das ist aber jetzt eine richtige Secret Rare. Und wir haben beides jetzt schon abgehakt. Was mich auf jeden Fall erleichtert. Weil es durchaus auch Displays geben kann, wo man das eben nicht sieht. Auch wenn sie die Pull Rate anscheinend ein bisschen
erhöht haben. Aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Das ist nur meine persönliche Erfahrung und was ich so bei YouTube gesehen habe. Aber wie jetzt die tatsächlichen Daten sind, weiß ich jetzt auch nicht genau. Orange Crow und oh, Frigibags von meinem Lieblingsboy Komiya. Frigibags, das sieht richtig cool aus, wie es über diesen weiß gar nicht verseuchten Fluss springt und sich dabei freut. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Entwicklungslinie. Frigibags mit der ersten Illustration Rare, die, wie ihr seht, auch 208 von 193. Also offiziell ist das jetzt auch eine Secret Rare. Aber kann man irgendwie auch gar nicht so zählen. Ich meine, wenn ich jetzt drei davon safe in einem Display habe, also drei normale Illustration Rares, ist das dann noch eine Secret Rare? Weiß ich nicht. Aber zumindest die Nummerierung sagt, ja, es ist eine Secret Rare. Ich werde sie wahrscheinlich aber nie so nennen. Anders als die EX oder Full Art Trainer, die in der Illustration Rare Variante sind. Die würde ich irgendwie schon als Secret bezeichnen. Aber es ist schwierig. Die denken sich so oft was Neues aus, so oft neue Seltenheitsformen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, wie man irgendwas offiziell nennt. Geht man nach Nummer, müsste es eine sein. Ich sträube mich aber dagegen, es so zu nennen. Es ist einfach eine Illustration Rare. Es ist einfach eine neue Seltenheitsklasse. Und wahrscheinlich ist nur der Büffel eine reine Secret Rare bis jetzt. Aber das ist fein, denn Secret Rares, wie es der Name sind, Secret ist nicht unbedingt gegeben in jedem Display. Deswegen freue ich mich. Corviknight, Skibloom und ein Griffy Eye. Spit Poison und Colorful Graffiti. Und noch ein Veluza. Die ist sehr, sehr dick, die Karte. Ich brauche sie euch nicht zeigen, ihr werdet es eh nicht sehen, aber sie ist deutlich dicker als alle anderen. Interessant. Wir machen weiter. Bis jetzt ist die Ausbeute ziemlich gut. Aber mehr oder weniger sind ja auch Illustration Rares abseits der Doppelgoldsterne garantiert. Und daher können wir eigentlich noch zwei erwarten. Ich erwarte noch zwei Einser Goldsterne Illustration Rares für meinen Ordner Nimble. Und dahinter ein Hariyama. Oh, jetzt sehe ich erst, dass dahinter ja Makuhita mit. Mehrere Makuhita, die mittrainieren. Das ist süß. Das gefällt mir. Kleines Geheimnis im Hintergrund, wenn man aufpasst. Weil so klein ist es eigentlich nicht. Das ist nur mir bis jetzt nicht aufgefallen. Aber manchmal lohnt es sich auch, in den Hintergrund der Karten zu schauen, würde ich damit nur sagen. Wingull, ein Pineco-Tanzer. Tinkertink, habe ich schon. Mickey. The Dance Boys. Dummimi. Ich habe vergessen, wie es heißt. Dummimiesel? Wie heißt es denn? Dummiesel? Heißt es Dummimiesel? Ich hab's gerade verdrängt. Dunsparce, The Dunsparce, Dummimiesel? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich ist es völlig bescheuert, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube auch nicht so weit weg vom tatsächlichen Namen. Wenn es Dunsparce und The Dunsparce heißt, müsste das ungefähr hinkommen. Swiper und ein Mimikyu. Und dahinter ein normales Dedenne EX. Der Terra Crystal Form. Als Full Art und als normale EX. Sehr gut. Ich glaube, wir sind ungefähr mit der Hälfte durch. Und ich kann mich nicht beklagen. Bin aber gespannt, welche Illustration Rares noch auf mich warten. Ein Great Ball. Ein Relor. Dem geilsten Gesicht überhaupt. Zieht euch diesen Ball rein mit seinem Schnubbi. Ein Quaxly. Pinkertink. Ein Oranguru. Elektroball, Neubat und ein, haben wir den schon gesehen? Den Bravery Charm ist auf jeden Fall eine spielbare Karte, die ich gerne nehme. Glimmora schon öfter gesehen. Ich muss mal meinen Haufen hier kleiner machen. Den Kartenhaufen kleiner machen. Denn der wächst natürlich hier mit diesen ganzen Karten, die wir auspacken. Pummeluff, ein Ted Bulb, Girafarik, ein Superball, das Fighting Olay. Auch interessanter Name. Mabostiff bereitet hier die Unlichtatmung vor, Stufe 3. Quaxwell, Fuecoco und ein Pinkertchen. Und noch ein Palmot. Das wir auch schon im letzten Set hatten. Also das hätte nicht auch mal reingemusst. Es gibt noch andere coole Pokémon. Man muss auch nicht unbedingt nur von Kamisino Kupo jetzt Pokémon nehmen. Man kann ja auch einfach mal ein älteres wieder mal drucken. Statt jetzt auf einer neuesten Generation einfach Karten fünffach zu drucken, finde ich irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber was soll's?
Es ist immerhin auch erst das zweite Set von Kamisil und Purpur. Deswegen werden wir jetzt noch eine ganze Weile natürlich auch die neuen Pokémon sehen. Calamitous Wasteland. Und nochmal ein Hariyama. Ein Skelocrok Pack. Oh. So. Es ist befreit. Ein Moustache-Käfer mit einem Kothaufen. Ist es überhaupt ein Kothaufen? Also rollt dieses Ding nur ein Erdhaufen oder tatsächlich ein Kothaufen, wie bei uns in der echten Welt? Das weiß ich gerade gar nicht. Es ist bestimmt nur ein Dreckhaufen und kein Kothaufen. Habe ich das schon gesehen? Ein Knuddelhof da im Freizeitpark? Ist das ein Freizeitpark? Nee, es ist eine Windmühle. Ich dachte, es wäre ein Riesenrad, aber es ist nur eine Windmühle. Das sieht aber auch ganz süß aus, wie es da von den Blumen herumhopst und sich freut. Aber irgendwie sieht die Stadt sehr leer aus. Das ist ein bisschen komisch. Litleo, ein Rockruff. Pommy, wunderschönes Artwork. Ah ja, Despotar gibt es natürlich auch noch im Set. Ich glaube, das ist auch eine der teureren Karten. Mausholz-Titan. Corviknight, Delibird und ein Pupitar. Und dahinter ein Hydreigon. Hydreigon oder Trikephalo. Kleinen Schnibbel hier weg. Makuhita, Carpador. Komm schon, Carpador. Carpador, so eine schöne Karte. Die würde ich echt gern sehen. Spidops. Pyroar hat auch eine Illustration Rare, wenn ich mich nicht täusche. Floragato auch. Und Dendra auch. Aber nicht in diesem Pack. Nicht für uns heute. Oh ja, okay. Okay, also ich habe es ganz am Anfang gesagt. Lycanroc hat deutlich bessere und brutalere Artworks. Und das ist auf jeden Fall eine davon. Zieht euch das Artwork mal rein. Wie heftig sieht dieser Wolf aus? Der sieht super gefährlich aus. Die sieht viel, viel besser aus als die Fullarter vom Anfang. Sehr cool. Die sieht richtig brutal aus. Also das gefällt mir sehr, diese Pose. Sehr dynamisch, sehr angsteinflößend. So mag ich mein Lycanroc. Wir vergessen das, was ich ansatzweise sagen wollte. Und machen weiter mit dem nächsten Pack, das ich gerade völlig aufgeballert habe. Mann, Mann, Mann. Wingull. Pineco. Ein Marill. Mankey. Luminous Energy. Bombardier. Geiler Name. Flamigo mit United Wings. Den braucht man für das Deck. Fletchling und ein Titan. Dahinter kommt ein Tyranitar. Gibt es das hier sowohl als EX als auch als Großes? Oder ist das Große gar keine EX? Die Illustration wäre von Despotar. Ich dachte immer, es wäre eine EX, aber wenn jetzt hier eine normale Holo drin ist, kann es durchaus sein, dass es die gar nicht als EX gibt. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Die hatten wir doch auch dreimal im letzten Set. Warum jetzt nochmal? Die wahrscheinlich auch schlechter ist als die letzten. Warum macht man das? Lieber ein paar anderen Pokémon eine Chance geben oder halt das Set kleiner machen, denn es sind 193 Karten plus Secret Rares. Das ist einfach zu viel. Also das Set ist auch viel zu groß. Hier gibt es zwar viele coole Karten, aber die Chance ist auch noch ein Tinglu. Okay, also das ist jetzt die dritte Full Art. Krass, okay. Tinglu, der Büffel, schon in Gold, jetzt auch in Normal. In einem sehr braunen Stil. Aber passt natürlich zu dem Büffel hier. Gefällt mir, ja, den nehme ich. Auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, dass wir das Kätzchen Chien Pao heute nicht mehr sehen. Es kann natürlich noch eine normale EX kommen. Aber ich befürchte, eine Full Art oder sowas sehen wir jetzt nicht mehr. Nach drei Stück. Ist aber auch okay. Tinglu ist einer der besseren. Die nehme ich natürlich auch. Kann mir vorstellen, dass das Deck in Zukunft noch mal ein bisschen besser wird. Aktuell, glaube ich, ist es noch nicht gut genug, aber hat eine geile Ability. Garganacle. Und ein Cerulege. Ja, in Zukunft kommt das vielleicht noch mal. Deswegen nehme ich das gerne erstmal in Full Art. Damit ich vorbereitet bin, falls es irgendwann ein Metadeck werden sollte, dann bin ich vorbereitet und habe eine Gold- und eine Full-Art sogar davon. Larvitar, Dino oder Dino knabbert hier an den Wurzeln rum. Hier ist die Maushold-Familie mit einem frischen Baby, Palmo und eine Jet Energy, die für Lost-Box-Decks ein bisschen die Lost-Box-Decks ein bisschen pusht, wollte ich sagen.
Ich war so irritiert, dieses Zubiris gerade zu sehen, dass mir entfallen ist, was ich sagen wollte. So ist das manchmal, wenn man hier Kartennamen in verschiedenen Sprachen und sowas vorlesen muss oder sich erinnern muss, wie es denn heißt. Manchmal setzt dann einfach der Kopf aus und man sagt nur irgendwas. Das passiert leider manchmal. Falkner, weiß ich gar nicht, ob der eine Fullart hat. Kommt mir gerade irgendwie nicht bekannt vor, aber wahrscheinlich schon. Pinkertchen und ein Bombardier. Und noch ein Garados, was wir schon sehr oft gesehen haben. Wir haben es tatsächlich bald geschafft, aber ich muss sagen, wir haben auch schon sehr viele Pulls. Noch gar nicht so viele normale EX und es fehlen auch noch Illustration Rares. Das heißt, es wird auch nochmal spannend auf der Zielgeraden. Rookie D. Da fehlen echt noch einige Hits aus dieser Box. Und wer weiß, vielleicht bekommt man ja noch irgendeinen krassen Hit doppelt. Also von der Seltenheit her. Falkner. Und ein Grusha Fullart. Noch eine Fullart. Was geht? Okay. Also ich hätte gedacht, wir ziehen keine Fullart mehr, weil das jetzt schon Fullart Nummer 4 ist. Klar, ist irgendwie eine Trainerkarte, aber trotzdem vom Seltenheitsgrad her ist es eine Fullart. Und davon haben wir sehr viele heute schon gesehen. Gefühlt habe ich auch am häufigsten bis jetzt aus diesem Set, also zusammen mit dem, was ich vor diesem Display hier geöffnet habe, am häufigsten Fullarts gezogen. Das ist irgendwie interessant. Anscheinend sind die gar nicht mehr so selten oder ich habe Glück. Ich weiß es nicht. Aber ich bin da nicht böse drüber, wenn ich einige EX weniger ziehe. Baxcalibur, ja, den wollte ich haben. Den Boy hier ist eigentlich auch eine normale Holo. Haben wir noch gar nicht als normale Holo gesehen. Aber na gut, Reverse nämlich auch. Hat eine geile Ability, die ich gern spielen würde. Man kann unbegrenzt Wasserenergie anlegen, insofern man sie denn auf der Hand hat. Doch, geil. Okay, direkt ein Double Pack. Double Baxcalibur, so nehme ich das natürlich gern. Auch wenn ich nicht der größte Fan davon bin, Reverse Holos im Deck zu spielen. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ich mag irgendwie nicht, wie die glitzern und spiele lieber dann die normale Holo-Variante, die ich aber ja jetzt auch einmal habe. Also eventuell ziehen wir ja noch mehr davon. Das ist zumindest eine Holo, über die ich mich freue, wahrscheinlich auch über die ich mich am meisten freue. Haben wir überhaupt schon einige Ionos gezogen? Also irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir normale Ionos gezogen haben. Garganacke. Also es ist eine Uncommon. Die brauche ich viermal. Aber möglicherweise habe ich sie... viermal schon. Haben wir überhaupt eine? Es verschwimmt gerade alles. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute eine gezogen haben, aber es kann auch sein, dass ich einfach drüber gequatscht habe und wir schon eine gesehen haben. Aber die brauche ich definitiv auch viermal und ich glaube nicht, dass wir sie schon viermal haben. Dendra, Citadel und Clavel. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Packs. Kommen jetzt hier wirklich noch? Wie viele haben wir denn noch? Vier Stück und in den vier Boostern sollen jetzt noch zwei Illustration Rares kommen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, das wäre eine Enttäuschung, so sehr ich mich auch über meine Hits freue. Aber ich brauche schon meine drei Illustration Rares. Wenn die nicht kommen, dann bin ich traurig. Auch wenn das Display wirklich sehr gut war. Sehr, sehr gut sogar. Also wir schauen gleich nochmal im Schnelldurchlauf, was hier alles so drin war. Aber auch hier nicht. Dahinter ein Garganacle. Also nur noch drei Packs. Sollen wirklich in den letzten drei Packs noch zwei Illustration Rares sein? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Tropius, ein Dummiesel, Hop-Hip, Wooper, die Drohne haben wir doch heute, das ist auch die erste Drohne, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, noch eine Drohne gezogen zu haben. Also das Set ist wirklich riesig und es ist gar nicht so wahrscheinlich. Oh yeah! Farigiraf, ich habe es vorhin noch gesagt, dass die auch eine Illustration Rare hat. Und die finde ich echt witzig, wie sie so hier in die Kamera loopt von vorne. Und im Hintergrund die Herde steht, die alle ihre Kapuze aufgezogen haben. Also hier dieses Maul. Sehr cool, Farigiraf, eine sehr schicke Illustration Rare. Dahinter noch ein Low-Kix. Also ist es durchaus möglich, dass wir noch eine ziehen. Dann ist es so wie immer, dass man drei normale zieht. Das ist Nummer 228. Also es gibt so viele Secret Rares. Das ist eine Sache, die ich nicht so mag. Viel zu große Sets. Sorgen letztendlich nur dafür, dass man nicht das zieht, was man möchte. Dadurch verwässern die Sets irgendwie so. Also ich mag das nicht, wenn die so groß sind. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal kritisieren an diesem Set. Aber aus Artwork-Sicht, aus Spielsicht sind ja wieder echt tolle Karten dabei. Flamigo zum Beispiel. Habe ich Bock drauf, das auszuprobieren. Und Giacomo natürlich auch. Dahinter noch Chen Pao! Yes! Chen Pao! Okay, das freut mich nochmal sehr. Ein normales Chen Pao nochmal zum Fast-Abschluss zu ziehen. Die habe ich mir gewünscht, die passt natürlich perfekt zu dem Drachen, den ich gerade eben schon gezeigt habe.
Das macht nämlich 60 Schaden pro Wasserenergie, die man abwirft. Und mit Bags Calibur kann man ganz viel Wasserenergie dranballern. Und Qian Pao kann sogar, wenn es im aktiven Spot ist, sich zwei Wasserenergien aus dem Deck suchen. Also die beiden Pokémon funktionieren wirklich gut zusammen. Und Regentanz-Decks gab es jetzt auch schon öfter in der Historie des Kartenspiels. Würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Mal schauen, wie sich das in der heutigen Zeit so schlägt. Ja, das war doch echt cool. Aber jetzt bin ich gespannt, ob hier wirklich noch eine Illustration Rare drin ist. Denn wir haben erst zwei normale Illustration Rares gezogen, abseits von Quarkwavell natürlich. Deswegen muss jetzt eigentlich noch eine Illustration Rare kommen. Eine normale, ein Stern Illustration Rare. Werden wir das auch tun? Werden wir nicht? Es waren nicht drei drin wie sonst. Aber es ist natürlich auch keine feste Quote. Es ist immer nur so eine ungefähre Richtlinie. Es ist nicht garantiert. Aber wir gucken uns trotzdem nochmal an, was wir denn hier so gezogen haben. Das war nämlich trotzdem einiges, auch wenn eine dritte Illustration Rare fehlt. Denn es war Chiyu EX, eine normale EX, eine zweite normale EX mit Pikachu und Qian Pao und ein Lycanroc. Das heißt, ach nee, und ein Dedenne noch. Also tatsächlich fünf Stück. Fünf normale EX, wenn wir das hier so sehen. Und durchaus auch eine, die ich wollte, mit Qian Pao. Qian Pao, komm mal hier. Also fünf normale EX, dann haben wir eine Full Art EX, noch eine Full Art EX, noch eine Full Art EX, also drei Full Arts, fast genauso viel wie normale. Und eine Grusha, das heißt vier Full Arts in einem Display. Ich glaube, so viel hatte ich auch noch nie. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir nicht noch eine dritte Illustration Rare gezogen haben. Aber das ist halt manchmal so. Hier haben wir auf jeden Fall ein Frigibags, eins meiner Favoriten. Das sieht wunderschön aus. Ich liebe den Artist, ich liebe die Reihe. Deswegen ist das ein richtig toller Hit. Farigiraf natürlich auch ziemlich cool mit dieser Landschaft hier. Und immerhin hatten wir aber eine Double Gold Star Rare. Eine seltenere Illustration Rare. Mann, diese Begriffe sind kompliziert. Aber ich bin froh, dass wir so eine gezogen haben. Es ist Quarkwavell geworden. Leider keiner meiner Favoriten, aber auf jeden Fall eine, die wir brauchen für den Ordner. Deswegen nehme ich die dankend an. Und wir hatten on top noch eine Gold Secret Rare mit Tinglu EX. Ich habe natürlich den Überblick verloren. Es sind fünf normale EX, vier Full Arts. Das sind 9, das sind 11. 12, 13. 13 Hits, das ist eine ziemlich stabile Zahl. Die Hit-Klasse war auch ziemlich gut. Also 4 Full Arts hatte ich wirklich noch nie. Aber wie gesagt, ich hätte lieber noch eine dritte Illustration Rare genommen aus der normalen 1er-Stern-Kategorie. Aber es ist okay. Also Full Art Grusha nehme ich. Da freut sich mein Full Art-Ordner. Es war ein sehr, sehr stabiles Display. Checkt gerne den Link in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch so ein stabiles Display ergattern bei Pokécorner. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.